Abelmir denkt taktisch, nicht mit dem Herzen. Genau. Aber Wie mir hat genau unehrlich. ein Anspruch an seine zukünftige Ehefrau. Hast du Du Einfluss? hättest ja auch die Olle von Rafim angeln können. Das ist eine Burggräfin irgendwo im Mittelreich. Die 50-Jährige. Ja, aber Der Cougar. was will ich mit einer Burggräfin irgendwo im Mittelreich? Naja, gut, die stirbt bald, die ist 50 und dann kannst du erben. Ich glaube nicht, dass der angeharrte Zweig erbt. Glaube ich auch nicht, die wird vermutlich schon Ach, Kinder haben, die erben. du erbst, So, in du drohst denen Anführungsstrichen, einfach, nimmst dass du die alles mit, was nicht umbringst. nied- und nagelfest ist. Ah, das wird dir noch ewig anhängen mit dieser Bedrohung von der alten Frau. Ja, das wirst du nie wieder los. So super, ey. Die ist komplett Patte und du versuchst sie zu bedrohen. Wie er so einfach nicht gerafft hat. Ja, die war halt genauso Ich hätte dumm wie so ich. meinen Spaß, dass ich das nicht begreife. Ja, mein Ehemann, der ist ein guter Mann. Ja, deswegen haben sie nicht Unrecht. Ihm könnte ja ein Unfall passieren und dann seid ihr dann abgesichert. Ja, wir sind gut abgesichert, wir haben viel Geld. Das ist nicht mein schlechter Einfluss, der auf ihn wirkt. Ah, nee, das war sein eigener. Das ist ein horasischer Geheimagent. Das ist genau, was du von denen erwartest. Die bedrohende alte Dame auf Welt. Ah, herrlich. Hat unsere Intrige eigentlich irgendwas gebracht jetzt am Ende des Tages? Glaub nicht. Das habe ich nämlich irgendwie jetzt nicht rausbekommen. Also haben wir den irgendwie dazu gekriegt, dass der uns günstig was verkauft, Nö, oder? bisher noch nicht. Ihr könnt ja nochmal hingehen. Ja, wenn der bisher Der nicht hat gejuckt sich hat. durchgefressen, der hat ein paar Hände geschüttelt, dann ist er wieder gegangen. Ja, ich gehe. Jetzt brauchst du nicht mehr zu dem hingehen. Jetzt Der haben wir hat den euch hart auf den blamiert. Tisch gekackt. Ja. Und das erfolgreich. Hätten wir mal mehr Chorgeweihte angeheuert. Das Problem nicht gelöst, aber wäre die Party cooler geworden. Also wenn wir dadurch diese Dinger ziehen, die werden sich alle gegenseitig ausplündern. Ich hab da so viel Spaß dran. Vor allen Dingen, wenn wir uns da mit unseren 50 Tobria an irgendwelchen Ex-Knackis hinstellen. Und die sind unsere Sicherheitsforce, die werden vermutlich noch am meisten klauen. Von der gesamten Bande. Nee, ich glaube, wir sollten uns nicht die Leute rausholen, die am kriminellsten sind. Du, ich glaube, wir können froh sein, wenn wir überhaupt 50 Leute kriegen. Ich weiß nicht. Ach, du hast doch bei den Söldnern einen Stein im Brett. Jetzt, da sie gebadet haben. Ja, die Söldner können wir auch mitnehmen, aber die müssen wir halt bezahlen und die können wir Ich uns nicht hätte so leisten. gerne, ich hätte so gerne Abelmirs Gesicht gesehen, wenn er da in diese rauchige Nichtfliegeanlage gekommen wäre. Komplett das Gesicht entgleist. Oh, wie ein Was ist Anfang hier hatte. los? Aber ich habe in guter alanfanischer Manier alle Schuld von mir gewiesen. So wie es sich gehört. Ich? Ihr habt das abgesegnet. Alles euer Plan. Ich bin hier nur ausführendes Organ. Wir müssen dich mehr beaufsichtigen. Boah, war das ein Chaos. Ja, gut, ne? War doch klar, dass es Chaos gibt. Also, als ich gesagt habe, ich jagte 200 Söldner durch die Bahn, durch die Therme und ihr habt nichts gesagt, habe ich schon gedacht, du, das wird aber lustig, du. Da dachte ich mir, in Gruppen von 10 Leuten jeweils. Ja, also so viel Zeit haben die doch gar nicht. Du hast einen ganzen Vormittag Zeit gehabt. Nee, die sind ja erst um 2 Uhr angekommen. Nee, du brauchst ja, die brauchen ja keine 3 Stunden, sich zu waschen. Wie du gemerkt hast, schon. Ja. Was meinst du, wie viel Dreck da mal so eine Dreckschicht angesammelt, genau. Die haben Musst du einfach, mit Hammer und Meißel ran. Die haben eine riesige Therme für sich komplett alleine. Klar bleiben die da ein bisschen länger. Ja, warum auch nicht? Du brauchst Beaufsichtigung, auf jeden Fall. Worüber ich mir doch Sorgen mache, entweder ist es tatsächlich kein Attentat stattgefunden, oder wir haben es einfach nicht mitbekommen. Ich bin auch noch ein bisschen enttäuscht. Ich habe gehofft, dass da irgendwas passiert. Auch nur, wenn irgendwie Thorsten abgestochen wird, Thorsten Graf von irgendwas. Ja, wir haben ja noch nicht alle Büsche durchsucht nach der Feier, oder? Ja, das Schlimmste war wirklich der Troll und der Nekromant. Vielleicht wurde der ja abgestochen. Das wäre schön. Oh, wir haben ihn nicht wieder gesehen. Obwohl ich irgendwie gehofft habe, dass er noch irgendwas Cooleres reißt. Also, ja, wow. Aber ich habe tatsächlich erwartet, dass am Ende beim Drachenkampf die Zwerge auf die Bühne sprinten. Der Nekromant, das war halt so ein Möchtegern-Voldemort mit seinem Todeszeichen da oder was auch immer. Ja, ist irgendwie schon. Die Flagge Bravaks. Ja, das hätte dir eigentlich was sagen sollen, Rafin. Das ist fucking Bravak. Wir hassen nach Bravaker.
Ja, das ging auf Sage und Legenden, mein Freund. Wenn ich da überhaupt mal irgendwas Vernünftiges würfel, dann können wir aber mal Juhu schreien. Quatsch, wenn es eins gibt, was anderen Fahner wissen, ist, dass Brabaker scheiße sind. Da würfel ich auf 11, 15, 11. Glaubst ja, du, das mit was? Der Muttermilch wird dir das eingebrannt. Brabaker sind scheiße. Ich wollte gerade sagen, ja, lass doch einfach mal so eine Illusion drüberlegen. Nein, guckt auf eure Gästeliste, ihr Idioten. Wir haben hier diesen super Illusionisten eingeladen, aber wir benutzen ihn nicht. Wie hat Ömer eigentlich immer noch SO1, wenn er 200 Dukaten an die Travierkirche spendet? Das gibt dir ja keine SO. Und er hat der Travierkirche ihre heiligen Artefakte zurückgebracht. Ja, es gibt ja guter Ruf bei den entsprechenden Leuten, aber kein Sozialstand. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, das hat Frosty damit auch gesagt, dass man sich SO kauft, und das habe ich ja heute zum Beispiel angespielt, dass man sich dann sozusagen beim nächsten Mal zum Beispiel zu Travierkirche gehe und frage, hey, was macht man denn, anstatt jetzt hier mit dem Ärmel die Nase hochzuziehen, was kann ich denn da besser machen, was ist eher bürgerlich? Und dann wird die einem sagen, ja hier, so ein ganz einfaches Taschentuch, das kann man schon mit der Hosentasche haben. Und all solche Dinge, und dann werde ich mir ein, zwei Punkte SO kaufen mit Ömer auf lange Sicht. Du kriegst doch automatisch dann. Es ist normalerweise automatisch froh, wenn man besser sich kleidet und mehr ausgibt für sein Zeug. Mit dem Medaillon-Ding steigt dein SO automatisch auf 7 oder 8. Muss ich nochmal nachgucken. Hör mal, wir explodieren SO-mäßig. Es sei denn, High Life. Du kannst dann auch der Emerin ins Gesicht klatschen und sagen, ich nehme diese Auszeichnung nicht an. Ich möchte diesen Preis nicht haben. Dann steigt dein SO halt nicht, aber dann musst du es halt so kaufen. Okay, dann warte ich damit. Ich rieche ein SO gratis. Ja, ich rieche nur eins. Ich rieche 5 SO gratis. Ich hab mir heute beim Sport hab ich gedacht, der Ömer, der wird so ein raffinierter Fuchs sein, der wird sagen, nee, ich verhalte mich so asozial, dass mein SO wieder sinkt. Nee. Hey, wieso, da gewinnen wir ja nichts mehr. Ich hab einfach nur gedacht, der Johnny, der springt mir mit seinem nackten Arsch ins Gesicht und der hätte mir eine runtergehauen, wenn ich jetzt sage, du musst jetzt SO8 haben mit deinem Bettler. Ja, nehme ich geschenkt. Dann gehöre ich zu den Bürgern und weiß sofort, wenn man sich wie als Bürger benimmt, das finde ich gut, das nehme ich. Das ist so eine Art Intelligenz-Upgrade für den Charakter. Ja. Du kannst also einfach in die Magierakademie gehen und da mit den Leuten philosophieren, das reicht schon. Das sind im Prinzip sind es geschenkte GP, wenn du so willst. Aber nein, ich lästere erstmal groß über Jalan, der irgendwelche AP und GP und Pakt-GP geschenkt bekommen hat, was er gar nicht bekommen hat. Freundchen. Ja. Da habe ich ihn gestern erwischt. Saß er drüben auf der Drachenzwinge, hat er mit anderen. Nicht erwischt, ich sag dir das auch ins Gesicht, wenn ich über dich lästere, keine Sorge. Ja, ich weiß. War ganz lustig. Das ist einfach der Grund, warum er ständig Leute vergiftet. Moment, sind diese Leute vergiftet? Ja, er hat das Einkomponentengift auch dem anderen gegeben. Oh. Das ist ein paranoides Arschloch. Oha. Oh. Nachdem Galotta als erster Hofmagier zum übelsten Meisterschuft dieses Jahrhunderts oder dieses Jahrtausends wurde, der macht noch mehr Chaos als Borberat. Glaubst du, der lässt sich auf einen anderen Hofmagier an, nur weil der mein Dad ist? Das erklärt, warum dieses Gespräch mit Rakala so ganz anders lief, als ich erwartet habe. Ich wusste von allem gar nicht. Ja, weil die keinen Bock hat, dass du die andere Komponente in die Hand bekommst, nein, die sie schon im Körper hat. Nein, die weiß von gar nichts. Die weiß wahrscheinlich nicht mal, dass sie vergiftet ist. Aber die kann sich das vielleicht ausmalen. Die ist ja ziemlich intelligent. Ich denke auch, die weiß ganz genau, dass sie das auch untergejubelt bekommen hat. Oh, okay. Ich dachte, es wäre eine Liste von Leuten, die Bescheid wissen. Nein, Mann! Bist du die Idiot, ey? Sie sind ja vergiftet. Was ist so ihr Standpunkt dazu? Ich bin fast... Oh, wow. Du weißt nicht, was du zu dir nehmen musst. Irgendwann könnte es sein, dass du random draufgehst, weil du in einen Apfel gebissen hast. Also isst du echt nur noch die Dinge, die dich am Leben erhalten lassen haben? Denkst du dann, ach, ich glaube, so die große Auswahl an verschiedenen Nahrungsmitteln, ich probiere mal nicht so die exotischen Dinge. Ich werde mal Frutaria. Nee, du musst eigentlich das essen, was du die letzten 2 Tagen auch gegessen hast, weil das da bist du nicht dran abgekratzt, also nur noch das. Von den gleichen Köchen zubereitet. Im gleichen Rezept. Und im gleichen Rezept. Wie das noch ein Gewürz ist. Wie so eine Wale, du isst immer nur das Geschirr, das sonst keiner angepackt hat. Wir können jede Menge Hafer anbieten, falls jemand will. Was ist, wenn Hafer das Gift auslöst?
Das Risiko muss man leider eingehen. Ja, das heißt, dass wir jetzt irgendwo die zweite Komponente herkriegen, gehen wir erstmal Hofmagier meucheln. Alle. Ich glaube, wenn die rausbekommen, dass du rausbekommen hast, was die zweite Komponente ist, dann werden die alles daran tun, dass du in den Knast gehst. Mit den Worten, wir werden dich schon irgendwie loswerden. Der Prager ist gefährlich. Hofmagier meucheln. Gefällt mir.